Und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, ich freue mich schon richtig, da wir hier in den tollen Höhlen von, wie heißt das nochmal, Learemen, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, festsitzen, mehr oder weniger. Und hier vorne ein Raum ist voll mit Pilzspuren und garstigen Druiden. So, gehen wir mal in den Schleichmodus und gehen mal ganz vorsichtig vor. Ja, da sehen wir schon die erste. Hey. Pilzspore. Hm. Und irgendwie. Ja, gut. Das dürfte gehen. Hey. I'm ready. What? Hoffe ich mal. So. Schicken wir mal Edda vor, dass er die Druiden von mir aus erstmal anlockt. Wow, hier ist ganz schön viel korrumpierender Druide. Können wir versuchen, mit Gedankenkontrolle zu arbeiten? Auf irgendwas, was wir sehen? Wir könnten es hier oben zaubern, aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Deswegen, Alof, zieh dich mal zurück. So, wir haben wen angelockt, aber nicht wirklich. Die gehen nämlich einfach wieder zurück. Na gut. Wow, okay. Edda ist verflucht. Wie lange? Au, au, nur nicht auf Edda einprügeln. Prügelt auf die Pafka ein, die da kommt. Okay, Edda ist wieder unter unserer Kontrolle. Zieht euch mal weiter zurück. Bevor die Spuren auf die Idee kommen, wieder jemanden zu übernehmen. Und Alof, tu uns mal den Gefallen und zaubere Verwirrung. So. Du sollst dich erstmal die alle prügeln. Okay, korrumpierende Druiden. Hm. Madenbefall. Das heißt, Alof, mach mal so Streukugeln, die tun ja ordentlich weh. Und mach gleich nochmal welche. Das ist manchmal ein bisschen blöd mit dem Menü. So. Wer steht denn hier alles? Oh, da ist eine Pefka. Durens, du segnest mal. Fenris, wo rennst du hin? Gut, die Pefka ist weg. Das heißt, alle auf den korrumpierenden Druiden. Und du machst mal Verbot und Alof. Du übernimmst mal wieder den Roll, den wir jagen müssen. So. Let's go. Okay, das war Fenris. Zieht euch mal alle zurück. Ihr seid nämlich ganz schön angeschlagen. Du mach erstmal den hier. Und dann machst du eine kritische Ausdauerwiederherstellung. Alof, du versuchst noch. Das war Fenris. Du versuchst noch einmal den da zu übernehmen. So. Das heißt, der korrumpierende Druide, der schleicht da irgendwie rum. Okay. Dann versuchen wir erstmal den auszu... Ah, was ist hier los? Durens, ganz schnell auf Sagani. Oh, und Edda, wechsel mal wieder deine Waffe. Palegina, du heilst dich mal selber. Du rennst, du kannst da ruhig mit drauf schießen. Du rennst kann doch erwecken, oder? Belebung von Gefallenen, genau. So, da ist Alof wieder. Das heißt, du rennst schiebt gleich mal noch meine Heilung auf Sagani nach.
So. Und jetzt alle auf den da. So, er ist umgefallen. Und wir haben Kampfpause, weil uns die Sporen nicht mehr sehen. Gut, das heißt, wir haben den Kopf von dem und einen Stufenaufstieg für Palegina. Mhm. Komm. Das Spiel leckt heute ein bisschen. Ich hoffe mal, das wird nachher besser. Punkte will ich jetzt gerade keine verteilen. Die werden aufbewahrt fürs nächste Mal. Klassenfreischaltung, Paladin-Fähigkeit, inspirierender Triumph ist passiv, Geschwindigkeit, inspiriert alle Verbündeten, wenn ein Paladin einen Feind niederstreckt. Ja, eifriger Fokus ist so ein Modal-Ding, das kann nur eine aktiv sein. Befiehlt einen Verbündeten, all seine Stärke aufzubringen, bestehende feindliche Effekte vorübergehend zu ignorieren. Hm, das klingt schon mal nicht schlecht, wenn das gegen solche Gedankenkontrollsachen helfen würde. Sturmangriff der Begeisterung, das ist modal. Schwächung der Unwürdigen. Verstärken der Ermunterung. Seine Bemühungen zu verdoppeln, sodass seine Abwehr verstärkt wird. Das ist ganz gut. Wiederbeleben der Ermunterung. Einmal pro Begegnung. Befiehlt einen besinnungslosen Verbündeten, sich zurückzuziehen und verleiht ihm einen großen, jedoch vorübergehenden Schub auf Ausdauer. Ein Teil davon ist nach kurzer Zeit aufgebraucht. Freundliches Ziel mit Ausdauer wiederbeleben. Und minus 60,5 Ausdauer nach 17,3 Sekunden. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Koordinierender Angriff ist wieder. Genauigkeit gewährt für einen, dass das gleiche Ziel angreift. Beschleunigende Ermunterung. Wiederbelebende Ermunterung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Einmal pro Ruhephase einen Kameraden wiederbeleben. Einmal pro Begegnung sogar. Hey, das ist verdammt nice eigentlich. I'm ready. So, dann holen wir uns mal noch die Sporenviecher hier. Let's go. Ja, ihr könnt ruhig Itomak übernehmen. Greift ihn mal hier an. Danke. Und Alof mischt auch ordentlich mit. So, das müsste dann der letzte aber gewesen sein. So, genau. Sehr schön. Spore. Spore. Feuchtspore. Sehr gut. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe immer das Problem, wenn ich solche Druiden mit ihren Flächenzauberzucker. Okay, warum auch immer ein Druide Zucker bei sich hat. Wenn ich gegen solche Druiden kämpfen muss, dann habe ich immer ein bisschen Frametops, wenn die ihre Special Effects machen. Na gut, das liegt wahrscheinlich auch in meinem alten Rechner. So, hier unten ist aber nichts mehr weiter. Hier ist nur der Ausgang. Ein paar Runen an der Wand und das war's. In Ewigkeit verbundene Seelen. Weil es war ja wirklich geschrieben, dass ich mir ins Wasser gehen sollte. Also ich bin jetzt wieder bei dem... Oh? Achso, das war hier das Secret. Keep an eye out. In Ewigkeit verbundene Seelen. Diese Knochen sind schon teilweise zersetzt. Sie sind dick mit Schleim überzogen. Ja. Also nee, ich kann nicht hier ins Wasser. Meine letzte Vermutung wäre ja gewesen, ich hätte diese Kupferklingen oben gebraucht, um da weiterzumachen mit diesem komischen Ritual. Oder ich muss das Ritual einfach später irgendwann mal machen. Das kann natürlich auch sein. Wesentlich scheint jetzt das Spiel wieder richtig zu laufen, ohne Frame Drops. Gut, raus hier.
So, Ladebildschirm, warten wir mal kurz. Das ist das Einzige, was ein bisschen doof ist bei den Aufnahmen, dass die dass es so lange laden tut. Wobei ich da die Schuld wahrscheinlich auch auf meinen alten PC schieben kann. So. Ja, jetzt kommt das Wasser runter. Geflossen. Gut, das heißt, wir verlassen die Karte hier irgendwo. Hier gibt es ja leider nichts mehr. Nö. Hier haben wir nur hier oben das Ding aktiviert, um den Zugang freizukriegen. Wobei ich mich frage, warum da immer noch Wasser runterläuft. Ich will jetzt kurz nach Ketnur und dann geht es endlich hier Ulmen Cup Altlied. Also erst Herdlied. Dort machen wir das mit dem... Ja, mit dem Händler. Habe ich ja gesagt, ich habe mich dafür entschieden, mich auf die Seite des Händlers zu stellen, weil... Gut, die andere da ist zwar mehr oder weniger im Recht, weil sie da lebt und eingeboren ist und so weiter. Da sollten wir uns eigentlich nicht so unbedingt mit ihr anlegen. Aber ihre Art gefällt mir einfach nicht. Also die Drohungen, die sie gegen diesen Händler ausgespuckt hat, waren doch hart. Ganz einfach hart. Oh ja, bevor wir aber dorthin gehen, habe ich noch eine andere Kleinigkeit vor. Das wollte ich ja auch endlich mal machen. Und zwar mit der stummen, mit dem stummen Medium reden. Also die blasse Frau, die wir in unserer Gruppe haben. Stumm ist sie ja nicht wirklich. Ich habe nämlich von ihr und von unserem Druiden bis jetzt noch gar nicht die Texte so durchgearbeitet. Und von Dorenz natürlich, da ist auch ziemlich viel. Ach, und wir haben wieder einen grausamen Herrscher in der Festung. Auszahlen oder eine Eskorte aussenden? Eskorte aussenden? In 3 Tagen ist Hieravias wieder zurück, okay. So, einen brauchen wir nämlich hier nicht unbedingt. Ich hätte ihn auch auszahlen können, das wäre wahrscheinlich einfacher gegangen. So. Ich schalte mal wieder auf Speed, dass das hier schneller vonstatten geht. Erst einmal gucken wir in unsere... Hallo Söldner Hauptmann, gucken wir in unsere Festung, was in unserer Festungstruhe so alles versteckt liegt. Und ja, ich weiß, wir haben noch ein Kopfgeld offen in Kliban Rilak. Aber ich habe ja gesagt, ich will mir jetzt mal endlich die Hauptstory etwas weiterführen, weil wir sind so jetzt schon wieder ziemlich viele Folgen hintereinander mit Nebensachen beschäftigt gewesen. Auch wenn ich nicht gerne durch ein Spiel durchwasche, vor allem nicht durch so eins, was mir so sehr gefällt. Aber ja. So, gucken wir mal in unsere Kiste. Wir haben Skeinknochen. Wir haben ziemlich viel Zeug hier. Blutmoos. Bisschen Gold. Und der Rest ist eigentlich alles für unsere Schatztruhe. Eine Urflamme sogar. Ja. Gut. Gucken wir mal kurz, was könnten wir noch herstellen aus diesen Sachen. Trank der Elemente, Trank der Regeneration, Tränke der Macht zum Beispiel. So, solche Sachen hätte ich ganz gerne. Was? Trank starke Erholung, Trank der großen Ausdauer, das ist auf jeden Fall gut. Trank der starken Regeneration, hier gucken wir mal. Bewegungseifer und verlegtes Bild. Und wir kriegen immer 2 Tränke raus.
Trank der Macht, genau den da hätte ich gerne. Wow, dafür haben wir mehr als genug Zutaten. Fertige ich mal 4 Stück davon an. So.